Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Der Monat Oktober ist zu Ende, wir starten in den November und ob der Oktober für mich viele Comics parat hatte und ob mein Geldbeutel darunter leiden musste oder nicht, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo nochmal und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der neuesten Folge von Comic Beute. Das ist jetzt schon die dritte Folge und ich freue mich, dass das bisher bei mir ganz gut klappt, so mit diesem Monatsformat, dass ich da dann einfach kurz mal schnell zeigen kann, was ist diesen Monat alles neu bei mir reingekommen. Und wir fangen auch sofort mal an. Das ist das Erste, was ich euch kurz zeigen möchte. Das ist die lustiges Taschenbuch Premium Plus Reihe. Die läuft neben dieser normalen Premium Reihe, die schon über 20 Bände hat und richtet sich aber so ein bisschen eher an das jüngere Publikum, sage ich jetzt mal. Ne? Ich halte das mal ein bisschen näher hier in die Kamera rein. Genau, dann kann man das auch nochmal besser sehen. Meine Tochter liest diese Reihe, den habe ich jetzt für meine Tochter besorgt und schön passend zu dieser Jahreszeit heißt das Ganze Spooky Zone und verspricht natürlich so ein paar gruselige Comics in Entenhausen oder aus Entenhausen und ich habe hier mal reingeschaut, ich finde den Zeichenstil irgendwie ganz cool, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir das eventuell selber auch nochmal irgendwie durchlese oder anschaue, nur damit ich das euch mal kurz einmal so zeigen kann. Finde ich, sieht ganz cool aus, vom Artwork her. Ja, ist das Erste, wie gesagt, fürs Kind. Dann als Nächstes The Tale of the Wedding Ring Band 5. Das ist eine Manga-Reihe, die lese ich seit ein paar Monaten, habe da mal mit angefangen. Richtet sich eher an das männliche Publikum und hat so ein Fantasy-Setting, ja, ist ganz unterhaltsam. Also ich bin da mal mit eingestiegen und jetzt besorge ich mir nach und nach eben aus dieser Reihe dann die neuesten Bände. Ich glaube, da gibt es jetzt schon 7 oder 8 Bände insgesamt. Ich bin da nicht ganz up to date, aber wie gesagt, ist halt so für mal nebenbei ganz unterhaltsam. Ich zeige das hier auch noch mal ein bisschen näher. The Tale of the Wedding Rings. Kann man gut lesen. Wie gesagt, männliches Publikum. Ist eine Empfehlung dafür dann. Auch neu eingetroffen diesen Monat aus dem Carlsen Verlag von Carlsen Comic, Ein Leben für den Fußball. Das ist eine Graphic Novel, die im Carlsen Verlag erschienen ist und hat, wie man schon vom Titel her merken kann, eben die Thematik Fußball. Das Ganze spielt so, meine ich, um 1930, ja, die 30er Jahre, genau. Oskar Rohr, das ist quasi, ja, heutzutage kennen alle Robert Lewandowski. Oskar Rohr war das im Grunde genommen so 1930 und um die Jahre rum. Und mit diesem Mann ist allerdings dann auch was passiert. Der ist, nachdem er, glaube ich, bei Bayern München damals war und mit denen das erste Mal die Meisterschaft gewonnen hat, ist er nach Frankreich abgegangen und hat dann da Fußball gespielt. Und natürlich spielt dann die Thematik des Zweiten Weltkrieges hier mit rein. Und es geht dann eben auch einfach um eine Fußballgeschichte in der Zeit des Dritten Reichs. Und ich habe den noch nicht gelesen, freue mich da drauf, was die Graphic Novel wohl kann. Und ja, ist auch mal schön, ein bisschen geschichtlich, da einfach sich ein bisschen weiter zu informieren. Auch den zeige ich hier mal so ein bisschen rein. Ne, sieht ganz schick aus, hat so ein kleineres Hardcover-Format halt eben. Ja, liegt bei 22 Euro, bei Carlsen erschienen. Den nächsten Comic haben wir hier. Ja, Rocky Beach ist das. Den habe ich sogar auch schon als Review vorgestellt. Und tatsächlich geht es hier um die drei Fragezeichen. Um Justus, Peter und Bob. Unsere drei Detektive, die wir schon lange kennen. Allerdings ist das hier ein wenig anders, richtet sich nicht an Kinder. Hier steht auch in klein drunter eine Interpretation. Und damit ist halt eben gemeint, das Ganze spielt über 20 Jahre nach der ganzen Jugendgeschichte und zeigt, was ist mit unseren drei Detektiven passiert.
Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall, der hat eine Leseempfehlung ab 16. Also wie gesagt, nichts für Kinder. Fand ich ja, empfehlenswert soweit schon mal. Für alle, die es näher interessiert, verlinke ich mal hier oben. Ich hoffe, dass ich es heute jetzt richtig auf der Seite mache. Mal den Link zur Review dazu. Ja, ist bei Kosmos im Kosmos Verlag erschienen. 25 Euro und hat, ja, es ist auch ein Hardcore-Cover, aber so ein Pappding. Da gehe ich aber tatsächlich bei der Review dann näher drauf ein. Dann haben wir Something is Killing the Children. Something is Killing the Children aus dem Splitter Verlag. Das ist der erste Band, der ist gerade ganz frisch erst erschienen. Liegt so um 19 Euro, 20 Euro, genau. Und ist genau von James Tynion IV. Geschrieben. Der macht ja auch, der ist ja jetzt der neue Autor der aktuellen Batman-Reihe. Und ich habe hier wirklich versucht, einfach noch gar nicht wirklich großartig viel drüber zu lesen. Also ich gehe da jetzt total neutral dran. Den werde ich mir jetzt wahrscheinlich an diesem Wochenende gönnen und bin mal gespannt, was der kann, weil werde ich dann in der Review dann mal näher drauf eingehen, wie gut der dann halt eben ist oder ja, ob das vielleicht auch eine Horror-Enttäuschung ist. Allerdings, das Cover so finde ich schon mal ziemlich cool. Gefällt mir hier gerade auch so mit diesen ganzen Sachen im Hintergrund, ja, freue mich darauf, bin gespannt, was der dann kann. Im Splitter Verlag, wie gesagt, erschienen. Und da haben wir den nächsten Splitter-Titel. Das Spiel der Brüder Werner ist auch im Splitter Verlag erschienen als Hardcover und kostet dort 25 Euro und erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, die gemeinsam im Osten aufgewachsen sind. Aber dann kommt es halt irgendwann durch ganz viele politische Entscheidungen und Sachen eben zu dieser Trennung von Deutschland mit DDR und BRD. Und jeder von beiden verschlägt es in die jeweiligen Nationalmannschaften, in die Fußballnationalmannschaften. 1974 treffen dann die beiden Brüder aufeinander, weil dort ist dieses berühmte Spiel dann eben gewesen, wo dann die DDR auf die BRD im Fußball, in der Fußball-WM aufeinander getroffen ist. Und ja, nebenbei wird im Hintergrund eben so ein bisschen so eine Art Politik-Thriller-Geschichte erzählt. Ne? Man weiß eben nicht, okay, der Bruder, der im Westen als Spitzel eingesetzt wird oder wurde, ist der wirklich noch ein Spitzel oder hat er eventuell wirklich auch schon die Seiten gewechselt? Ich habe den noch nicht gelesen, soll auch sehr, sehr gut sein. Ich bin gespannt, ich mag sowas. Wir haben so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, der mit fiktionaler Geschichte einfach nochmal ein bisschen angefüttert wird. Und ich freue mich schon, den dann in nächster Zeit dann auch mal lesen zu können. Ist, glaube ich, eine ganz nette Alternative zu dem anderen Fußballcomic, den ich von Carlsen vorgestellt habe. Dann wurde ich letztens noch aufmerksam gemacht auf einem Comic. Ich war bei Tillmann zu Gast in seinem neuen Format Kollektiv der Comicköpfe. Und da hat dann die Veronique eine Graphic Novel vorgestellt. Und das war diese hier, Jein von Bücke-Schwarz. Fand ich sehr interessant, war eine tolle Vorstellung von Veronique. Und da hat mir einfach Lust auf mehr gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, besorg dir den mal. Ich muss zugeben, ich wäre selber, glaube ich, an dem Ding immer nur so vorbeigegangen. Aber ja, man muss auch einfach solchen Werken mal eine Chance geben. Und da ich dann so toll darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich mir den gekauft und habe den auch gelesen. Und ich muss wirklich sagen, tolle Graphic Novel. Das ist die erste, die Bücke Schwarz selber ja, kreiert hat. Die war ja Autorin und Zeichnerin. Und das Ganze ist so eine deutsch-türkische Geschichte eben, die dann über Kultur, Politik, Kunst, die eigene Identität handelt, hat ganz viel eben mit künstlerischem Schaffen, eine Ausstellung zu tun von mehreren Künstlern, die sich nicht wirklich darauf einigen können, was sie denn wirklich machen wollen, wie diese Ausstellung eben auch heißen soll. Und so viel sei schon mal verraten, man einigt sich dann hier auf den Namen Jein für diese Ausstellung. Und
Warum, wieso, weshalb, das müsst ihr am besten selber mal nachlesen. Ich kann den hier nur jetzt schon einfach empfehlen. Der war witzig. Ja, wie gesagt, viel Humor, sehr interessant. Die Panelführung ist echt interessant und sehr kreativ. Ich halte den auch noch mal hier weiter in die Kamera rein. Jein von Bügelschwarz im Jaja Verlag erschienen und liegt bei 24 Euro. Wenn ihr auf sowas Lust habt, greift dazu. Von Crosscult, Once and Future, ganz neu, von Dan Mora gezeichnet und von Kieran Gillen als Autor begleitet. Bei Crosscult erschienen ist so ein Fantasy-Horror-Comic, der sich mit der Artus-Saga befasst oder das Ganze so ein bisschen als Background nutzt in unserer heutigen Zeit. Und ich habe den auch schon vorgestellt in einer Review, verlinke ich auch mal hier oben. Und so viel sei auch da gesagt, hat mir gut gefallen. Ich zeige den mal hier näher rein, so zack, ich hoffe, man kann das gut sehen. Das ist nicht so blöd reflektiert. Und ja, wer besonders cool ist, ist diese Person zum Beispiel. Das ist die gute Bridget. Und ja, alleine wegen ihr würde ich diesem Comic eine Leseempfehlung aussprechen. Ist gerade jetzt eben auch für diese Oktober, November, dunkle Jahreszeit eben wunderbar geeignet, wenn man in puncto Halloween oder sowas so ein bisschen geht. Empfehlung bei Crosscult, 22 Euro Hardcover, cooles Teil. Dann habe ich heute erst reinbekommen, Little Bird ist ja das große Ding irgendwie, Eisner Award ausgezeichnet. Genau, Harvey Award sehe ich hier auch gerade. 35 Euro ist auch wirklich auch bei Crosscult eben erschienen, wie Once and Future. Man kann mal das ganz gut als Vergleich einfach mal herleiten. So, ihr kennt ja das normale Format, so was dann Crosscult immer hat. Das ist ja so typisch Walking Dead zum Beispiel oder Saga. Das ist dieses Format hier bei Once and Future. So, und wenn man den jetzt mal so dagegen hält, ist Little Bird echt schon wirklich ganz schön groß und finde ich persönlich ja echt cool. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Comic, weil der ja so in so super hohen Tönen irgendwie überall gelobt wird. Storytechnisch kann ich leider auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich auch da versucht habe, mich eigentlich, wenn es geht, nicht zu spoilern. Ich bin bei solchen Sachen immer, möchte ich mir einen eigenen Eindruck machen und ja, wenn man dann vorab schon irgendwo was liest, dann verwässert das oftmals dann auch die eigene Meinung. Und ich habe nur mitbekommen, dass es halt Preise hier gegeben hat und dass das von vielen auch schon, die den gelesen haben, eben eine Empfehlung ist. Und habe ich mir dann heute besorgt und freue mich darauf. Freue mich drauf. So, dann, der ist noch eingetütet. Ich hoffe, man sieht das jetzt gut. Habe ich auch schon eine Review drüber gemacht. Verlinke ich auch mal gerade hier oben. Von Joe Hill, der erste Comic aus seiner Hill House Reihe, seinem neuen Imprint-Label, was er bei DC hat, wird auch unter DC Black Label gelistet, ganz normal. Und Ein Korb voller Köpfe nennt sich der erste Comic von ihm. Und ich halte ihn hier nochmal gerade rein. Ja, cooles Cover, finde ich auch. Ist als Softcover bei Panini erschienen, liegt um die 20 Euro. Und ja, wie eben schon gesagt, super Teil, Halloween, zieht es euch rein. Es ist, wenn man es grob runterbricht, eigentlich schon fast eher wie ein, ja, also wie ein Film oder wie ein Drehbuch, so ein Film, wo man dann einfach Comicbilder dazu gepackt hat, irgendwie. Cool, wer Joe Hill mag, Lock and Key zum Beispiel, der wird den hier auch eigentlich lesen müssen. Wobei Lock and Key nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Aber für Halloween Empfehlung. So, jetzt kommen wir zu einem Ding, wo ich wirklich schon fast für... Ach, meine Fresse. So, zu dem fetten Swamp Thing, zu der Deluxe Edition, Alan Moore... Genau, der Alan Moore Deluxe Edition. Der erste Band ist endlich hierzulande bei uns in Deutschland bei Panini erschienen. Als wirklich ganz tolle, große, backsteinartige, also wirklich, der hat echt Gewicht, Hardcover-Version. Der liegt bei 69 Euro. Ist wirklich nicht gerade wenig.
Wäre mal auch da interessant, wenn ihr das jetzt hier seht, schreibt mal in die Kommentare rein. Wie ist das bei euch? Zahlt ihr so viel für solche Comics jederzeit? Wird da gar nicht drüber nachgedacht oder ist das so, puh, 69 Euro, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Weil ich finde, was Panini aktuell mit seiner Preispolitik und den großen Deluxe- und Sondereditionen anstellt, ganz, also an sich interessant, weil ich mag das, dass man hier einfach alles gesammelt drin hat, also jedenfalls den Großteil gesammelt und man erstmal lesen und lesen und lesen kann. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die dann sagen, puh, das ist so viel Geld. Ne, ganz ehrlich, dann lieber einzelne Paperbacks jeden Monat. Das ist finanziell einfach besser, als dann halt einmal so viel Kohle auf den Tisch zu hauen. Ja, ich habe mir das tolle Teil gegönnt, viele von euch da draußen auch. Ich habe den jetzt gerade heute durchgelesen. Ich habe knapp über eine Woche dafür gebraucht. Ich habe mir da auch wirklich ein bisschen Zeit für einfach genommen und werde die nächsten Tage auch eine Review dazu machen. Fand den ziemlich, kann ich jetzt schon sagen, einfach ziemlich cool. Ich habe mit Swamp Thing noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt, aber ja, für Leute, die bereit sind, 69 Euro auszugeben, sei dieser hier jetzt schon, also im Grunde genommen wirklich ans Herz gelegt. Also es wird auch noch ein zweiter und dritter kommen, hoffentlich, sofern Panini sich nicht wieder umentscheidet und dann irgendwann sagt, nee, das ist nicht so gut gelaufen, aber ich glaube, dass das Ding hoffentlich ganz gut laufen wird. Ja, auf jeden Fall haltet eure Augen auf, da kommt noch eine Review zu und dann zeige ich da auch noch mal ein bisschen was zu und stelle den dann noch mal näher vor. Dann DC Black Label waren wir ja eben schon drin. Habe ich auch schon eine Review zugemacht. Wonder Woman Dead Earth Band 1, Band 2 und den noch relativ neuen Band 3. Ja, ich bin DC Black Label Fan. Ich mag dieses Format, dass es so losgelöst ist von dieser ganzen Continuity-Sache eben und seine eigenen Geschichten eben erzählen kann. Und von dem hier, von dem ersten Band, habe ich auch schon eine Review gemacht. Die verlinke ich auch mal gerade hier oben. Von Band 2 und Band 3 muss ich das dann nochmal machen, sofern da Interesse dran besteht. 2 habe ich schon gelesen und 3. Wie gesagt, ist noch eingeschweißt. Der kommt dann eben auch noch mal dran. Ich halte den neuesten mal gerade kurz in die Kamera. Ja. Finde ich sehr cool, ne? Oder? Dieses Cover, wie sie da vor diesem fetten Tor steht und das Superman-Zeichen drauf ist. Das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Welt und Wonder Woman wacht dort auf, weiß nicht, was passiert ist. Wir sehen im ersten Band schon, ist auch kein Spoiler, ein Batman, den es da hingerafft hat zum Beispiel. Das ist wohl viel Zeit vergangen und man weiß nicht genau, was ist passiert und sie muss sich in dieser neuen Welt zurechtfinden. Ja, fand ich bisher ganz cool. Die Bände liegen alle bei 13 Euro, sind halt in so einem großen Albenformat rausgekommen. Ja, die einen mögen es, die anderen hassen es. Paperback gibt es halt noch nicht. Muss man mal schauen, was sich da dann noch tut. Und zu guter Letzt habe ich dann noch aus dem Schreiber- und Leserverlag Shooting Ramirez. Den gibt es schon länger, ist mir schon bekannt. Den haben auch viele schon gelesen. Ich wollte das mal nachholen. Und weil da kommt, glaube ich, irgendwann nächstes Jahr, wenn ich da richtig informiert bin, schon, was heißt hier schon? Ich glaube auch mit Verzögerung, aber da kommt dann der zweite Band und da möchte ich dann eben auch mal mit einsteigen. Ich mag grundsätzlich dieses Setting so ein bisschen. Das Ganze hat ja wohl einen krassen 80er-Vibe. Auf 80er-Sachen stehe ich eh total, weil ich auch Kind der 80er eben bin. Und ja. Shooting Ramirez, da geht es ja um einen Staubsaugervertreter, der ja in gewisse Dinge hineingezogen wird und dann geht da quasi die Action los. Also der gute Ramirez heißt er ja und ich freue mich schon, hier mal reinzulesen. Ich mag diesen Artstyle echt total gerne, also das Artwork finde ich schon ziemlich cool. Hat schon fast was Filmeskes irgendwie, könnte ich mir auch gut als Serie so vorstellen. Und ja, das ist der letzte, den ich euch vorstellen möchte. Auch so ein Hardcover, 24,80 Euro, also 25 Euro. Auch relativ groß. Ich halte den mal hier neben den Wonder Woman, damit man das mal so kurz sehen kann.
Ja, also es ist wirklich nicht wirklich großartig viel kleiner. Ne? Und auch wenn man den davor macht, der Wonder Woman ist halt nur ein bisschen breiter. Ansonsten schöne große Ausgabe, gefällt mir. Dann möchte ich mich bei euch bedanken, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es freut mich, dass ihr meine Videos immer fleißig guckt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr auch irgendwas davon gekauft oder was habt ihr euch im Oktober geholt oder wie sieht es überhaupt insgesamt aus, was steht auf euren Listen drauf und ja, schreibt wirklich auf jeden Fall auch was dazu wegen dieser Preispolitik-Sache dann eben, weil ich finde das wirklich mal interessant, ob es irgendwo einfach Grenzen gibt, wo man dann sagt so, puh, nee, also hier hört der Spaß aber auch auf, 70 Euro oder sogar noch mehr ist einfach auch für eine Deluxe Edition eben zu viel Geld. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst Likes da, abonniert den Kanal und schaut weiter fleißig die Videos. Ich würde mich freuen, möchte mich nochmal bei euch bedanken eben und bleibt gesund, lest Comics, habt viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao.